Hier interessiert uns der kleinere. Das ist eine Honigbiene, glaube ich. Ja. Und der kleine ist ein Stachelkäfer. Ja, und ich denke, ein gebänderter Stachelkäfer. Sehr klein. Wir hatten immer wieder Probleme, ihn richtig ins Bild zu setzen. Ja. Er ist so 5-6 mm. Ja, ja, ja. Wir haben oft versucht. Ja, da haben wir also viel schlechtes Material mit nach Hause gebracht. Ja, das war immer schwierig. Er ist nicht wählerisch, er besucht fast alle Blüten. Nektar muss es sein. Ja. Und Pollen. Und es gibt viele Arten von diesen Stachelkäfern, etwa 100 in Europa nur. Was mich bei diesen Käfern immer fasziniert, ist der flache Kopf. Er ist sehr speziell. Ja. Von vorne sieht er groß aus und wenn man dann von hinten etwas genauer hinsehen kann, dann sieht man, der ist einfach nur flach. Besuch von einem Bockkäfer, ja. Schmalbock. Von vorne vermutet man immer, er hat eine Denkerstirn, oder? Aber oder? Das kommt vom Einfall vom Licht, oder? Ja, ja. Aber es sieht aus wie ein Käppi. Ein Hut. Oder wie eine Blase. Ja. Die Blüten sind auch erstaunlich, wie sie sich immer wieder bewegen und drehen lassen, ohne abzufallen. Mhm. Ein alter Bekannter, der Seefrosch. Und das ist ein Weibchen vermutlich. Ich denke ja. Etwas grün gefärbt und sie geben weniger Laute. Ja, ja so sie schreien nicht. Nein, sie quaken nicht. Meistens quaken einfach die Männchen, um die Weibchen anzulocken. Es ist der größte Wasserfrosch bei uns. Und sie sind eben noch schwierig zu bestimmen, weil der Seefrosch kann sich auch mit dem kleinen Wasserfrosch paaren und das gibt dann einen Teichfrosch. Und sie sehen sich alle irgendwie ähnlich. Aber der Seefrosch hat eine graue Schallblase. Genau, eine dunkelgraue Schallblase. Ja, und der Teichfrosch meistens so hellgrau. Ja, und fast weiß. Ja. Der war laut. Ja, sehr laut. Dieser hier ist etwas stiller. Er ist einfach beim Fressen. Ein Senfweißling.
Er ist ein schöner Schmetterling. Ja. Und er liebt einfach die Magerwiesen. Und sie sind fleißig, sie haben 2 Generationen pro Jahr. Kopf voll in die Blüte rein. Mhm. Und ja, sie ist nicht so zufrieden, glaube ich. Ich habe nicht so richtig verstanden. Sie spricht etwas undeutlich. Ich habe gar nichts verstanden. Aber ja, vermutlich ging es um die Paarung, oder? Es hat doch geklappt. Ja. Wie Händchen halten, hä? Mhm. Und sie referiert wieder. Ich glaube, sie ist nicht so richtig zufrieden. Du kannst sie unterscheiden? Ja, sie spricht, das Weibchen spricht, das Männchen hört zu, oder nicht? Ich bin mir da nicht so sicher. Doch, doch. Ah, schau, der Beweis. Hier kommt einer und sagt dem, du bist ein Loser, du hast keine Ahnung von Paarung, lass mich mal ran, verschwinde hier. Es kann aber sein, auch sein, dass er beim Weibchen anklopft und sagt... Nein, nein. Okay. Nein, nein, er sagt, siehst du, er will Zugang. Und er sagt ihm, hau ab, du bist unbrauchbar. Völlig. Aber dieser Typ hier ist einfach stur, oder? Hat nicht funktioniert. Nein. Und siehst du, sie sagt wieder, das war nichts und du hättest den anderen den Vortrieb geben sollen. Okay. Das geht so nicht weiter. Was hat sie auf den Augen? Weiß nicht. Sie hat sie nicht geputzt wahrscheinlich, zu beschäftigt. Das war sehr heiß an diesem Tag, als wir das filmen konnten. Ja, sie ist sehr unzufrieden, schau mal. Sie schaut sehr nachdenklich, schon fast grimmig. Und ja, jetzt lässt sie ihn hängen, oder? Das ist das deutliche Zeichen, dass er eigentlich abgehängt werden sollte, aber er lässt nicht locker. Ja, und die Weislinge haben uns da, die Senfweislinge, ja, einen Subunternehmer geschickt und die absolut größte Frechheit, unser Subunternehmer wurde einfach gefressen. Und zwar von dieser Springspinne. Weißt du, was das für eine ist? Ich denke, es ist ein großer Baumspringer, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber der Subunternehmer, ist es eine kleine Fliege, oder? Was ja, er erwischt hat hier. Das ist natürlich schon eine Sauerei, wenn er unsere Arbeiter frisst. Sehr frech. Und noch frisst auf der Klammer. Ja, noch am Arbeitsplatz. Ja? Genau. Also, sehr provokativ. Aber er hat sich Zeit gelassen. Ja. Thank you.
das war's. Bis dann. Bis später.